Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt einen schönen Start in die Woche. Beziehungsweise wir haben schon Dienstagabend. Aber okay. Auf jeden Fall schauen wir uns heute die nagelneue LE von Essence an. Und so heißt sie Bronze Dissolver. In dieser LE haben wir drei Bronzer drin. Zwei matte, ein schimmernden, soweit ich weiß. Wir haben eine Palette mit dabei. Wir haben einen Fächerpinsel. Und Sticker und so ein Body Oil. Ich habe nur zwei Produkte aus dieser LE bestellt. Die werden wir uns anschauen. Einmal das Herzstück, die Palette. Und einmal einen Bronzer in der Farbe 01 Catching the Sun. Also so für ein Weißbrot wie mich einfach. Ich muss sagen, das ist wieder seit langem eine LE von Essence, die mich etwas mehr gecatcht hat als die anderen. Und ich glaube auch viele von euch feiern diese LE unglaublich. Auf jeden Fall würde ich nicht mehr lang drumherum labern, sondern direkt mit dem Bronzer hier einmal starten. Zum Bronzer, der ist ziemlich groß. Also ich weiß, dass Essence im Standardsortiment auch so einen größeren Bronzer hat. Den habe ich auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob er aktuell noch im Standardsortiment ist oder ob er jetzt im Februar rausgegangen ist. I don't know. Auf jeden Fall kenne ich diese Verpackung von dem Bronzer. Und das Coole an dem Bronzer ist, dass der so Leopardenmuster hat, was ich richtig cool finde. Weil an sich ist der Bronzer super hell, was ich richtig geil finde. Weil das ist manchmal echt schwierig, wenn man so weiß ist. Und die Umrandung von dem Muster ist praktisch relativ warm, bisschen dunkler, was ich gut finde, weil es nur ein Hauch ist und nicht hauptsächlich in der Palette zu finden ist. So, und ich würde sagen, wir tragen das gute Stück hier einmal auf. Sieht das erste doch leicht wärmer aus als gedacht. Ich finde den Bronzer richtig gut, weil in meiner Kontur selber, finde ich, ist er ein Ticken kühler und an sich ist er so ein bisschen wärmer, was ich richtig cool finde. Er ist halt nicht zu warm, er ist nicht zu kühl. Man könnte ihn auch ganz soft als Kontur benutzen. Also ihr könnt ja auch selber sehen, hier habe ich noch keinen Bronzer aufgetragen und hier eben ist er aufgetragen. Also hier, finde ich, kommt es echt ein bisschen kühler rüber. Finde ich echt schön. So, Bronzer ist einmal auf beiden Seiten aufgetragen und ich sehe sonnengeküsst aus. Ich finde, er sieht richtig schön zu meiner Hautfarbe aus. Ich bin ja Hautfarbe oder Team Weißbrot. Und ich finde, er sieht echt schön aus. Man kann ihn leicht aufbauen. Hier habe ich ihn zum Beispiel ein bisschen stärker als jetzt hier, dass ihr einfach sehen könnt. Man kann ihn ein bisschen softer auftragen, ein bisschen mehr. Ja, finde ich richtig, richtig schön im Bronzer. So, kommen wir jetzt zur Palette. Da ist einmal die Bronze Dissolver Palette. Man könnte auf den ersten Blick denken, okay, sie sieht aus wie so recycelte Pappe oder so ein recycelter Karton oder so. Sprachen lernen, Bubble. Nein, tatsächlich ist es ein Samtpackaging. Finde ich sehr schön, fühlt sich auch schön in der Hand an. Wir haben auch hier so kleine Golddetails, finde ich ganz, ganz cute. So Leopardenmuster wieder. Wenn man die Palette einmal öffnet, ist sie super, super schlicht. Also wir haben keinen Namen, wir haben keinen Spiegel, es ist einfach nur schwarz, schlicht. Ganz einfach. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ist mal auch was anderes. Genau, so sieht die Palette einmal aus. Wir haben hier drin vier metallische Shades, ein Glitzer-Shade, der ist hier und der Rest ist matt. Ja, das Einzige, was mir hier so ein bisschen auffällt auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass diese LE Bronze Dissolver heißt, habe ich hier keinen matten, richtigen, dunkleren Braunton drin. Das ist ein sehr helles Braun. Und das Glitzer, der Glitzerton, der ist mir irgendwie fehl am Platz. Also, ich muss sagen, ich finde es cool, wenn mal ein Glitzerton mit dabei ist. Aber nicht in jeder LE, weil wir hatten da jetzt ein Centerwood Love LE, dann diese Bloom Baby Bloom LE letzten Monat. Also, das haben wir schon öfters, solche Glitzer-Shades. Und ich muss sagen, die nerven mich schon so ein bisschen. Ich finde die nicht so geil. Ich greife nie zu denen. Ich finde es cool, wenn man es einmal hat. Aber nicht in jeder LE dann immer. Das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mich gefreut, dass da entweder so ein highlightender Ton ist, so wie ein Highlighter eben, wo man unter die Augenbraue gehen kann oder so. Oder eben ein dunkleres Braun in Matt. Zwei Sachen noch zu der Palette. Und zwar ist mir aufgefallen, dass diese wunderschöne neue Palette aussieht wie die Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette. Ich zeige euch die einfach mal. So schaut einmal das Ganze aus. Wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich, sehr viel abgeschaut und ihr wisst, dass ich gerne Palettenbattles mache, das heißt, dass ich teurere Paletten oder Paletten, die sich einfach sehr ähnlich sind, gegeneinander antreten lasse und falls ihr Bock drauf habt, stimmt gerne mal hier oben ab, mache ich gerne auch so ein Palettenbattle zeitnah, um zu gucken, ob das einfach eine gute Drogerie-Alternative ist, würde mich auf jeden Fall interessieren.
Und was ich euch auch noch sagen wollte, vor ungefähr 3 oder 4 Monaten hat Essence auch eine LE rausgehauen, und zwar einmal diese Palette hier. Das ist die Magical Mystical Me Palette. Die könnt ihr, falls es euch interessiert, bei Cosmetic for Less noch kaufen. Die ist ein Dupe zur Novena Palette von Anastasia Beverly Hills. Und diese Palette ist einfach die beste Palette, die ich je bei Essence getestet habe. Deswegen habe ich sehr hohe Erwartungen an die hier, weil die sieht wirklich sehr ähnlich aus, auch von den Fändchen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe schon eine, oder ich hoffe, dass sie auch so Bombe performt wie die, weil die ist ein Traum. Ich verstehe nicht, wieso man sowas nicht ins Standardsortiment reinbringt. I don't know, ich liebe diese Palette. So, ein Primer von Anastasia habe ich auch schon einmal aufgetragen. Und dann gehe ich mit einem Blendepinsel in die Farbe hier einmal rein. Und ich weiß nicht, wie gut ihr es kennen könnt. Die hat auf jeden Fall so ein bisschen Kickback. Und das trage ich dann in meiner Lidfalte einmal auf. Also den Ton sieht man auf jeden Fall. Den kann man auch schön verblenden. Also sieht aus, als wäre es so ein schöner Base-Ton, der halt eben so einen Gelbstich einfach so ein bisschen hat. Dann nehme ich einen Lidschattenpinsel und ich gehe in dieses Orange hier rein. Und das trage ich mir hier hinten auf, im ersten Drittel. Und mit dem Pinsel verblende ich auch schon so ein ganz bisschen. Ich baue sie auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Also so könnte man die Farbe sehr schön in den Alltag integrieren. Aber ich gucke, ob ich es wirklich super deckend bekomme. Also man kann es auf jeden Fall ein bisschen aufbauen. Dann kriegt man es auf jeden Fall ein bisschen intensiver hin. Finde ich aber gar nicht schlecht. Für 8 Euro ist es voll okay. Ich habe auch hier schon so ein bisschen Fallout bekommen. Ich mache das direkt weg, weil ich ja schon meine Base gemacht habe. So, dann nehme ich meinen Blendepinsel. Ich gehe nicht in die Palette rein, sondern versuche einfach hier so ein bisschen auszublenden. Weiter geht's mit einem anderen Lidschattenpinsel. Da gehe ich dann in dieses Rosa hier rein. Das ist so ein richtig schönes Erdbeerrosa und das trage ich hier vorne auf. Und mit der Farbe gehe ich wirklich weit hoch. Also ihr könnt sehen, hier zum Beispiel ist meine Lidfalte und ich gehe schon ein bisschen höher mit der Farbe. Praktisch wie so ein Halbkreis. So könnt ihr euch das vorstellen. Also ich muss sagen, die Farbe ist, glaube ich, ein Ticken deckender als das Orange. Aber ich finde, das Orange kann man besser aufbauen als das Rosa. Und dann mache ich genau das gleiche wie bei dem Orange. Ich blende hier einfach nur so ein bisschen schöner aus. Und dann gehe ich mit meinem Finger in diesen Ton hier rein. Ich habe vorhin mit einem trockenen Pinsel den schon versucht aufzutragen. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Fallout. Deswegen würde ich euch raten, mit dem Finger. Mit dem Finger kriegt man auch ein bisschen Fallout, aber nicht so schlimm wie mit dem Pinsel. Und das kriegt man nicht mehr weg vom Gesicht. Nur so als Tipp. Deswegen hier wirklich eher mit dem Finger arbeiten. Und ihr könnt sehen, wie schön dieser Goldton ist. Ich trage ihn praktisch zwischen den zwei Farben auf. Es wird irgendwie so ein Tropical Sunshine Look. So irgendwie, so ein Feeling habe ich bei dem Look. Und ihr könnt hier sehen, ich habe es mit dem Finger aufgetragen und habe hier schon Fallout bekommen. Direkt einmal weg. Das kriegt man richtig schwer ab, diese Glitzerpartikelchen. Dann nehme ich so einen ganz, ganz kleinen Blendepinsel und dann gehe ich in die Farbe hier rein. Und die trage ich hier unter meinem unteren Wimpernkranz auf. Und die ist deutlich schöner deckender. Also, und ich finde, die sieht ein bisschen wärmer aus als im Fändchen die Farbe. So Leute, der Look ist jetzt einmal fertig. Bevor ich euch das ein oder andere noch erzähle, schminke ich mich einmal komplett fertig. So, I'm back. Mein Make-up ist fertig. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Wie gesagt, so ein Tropical Sunshine Look, whatever. Gefällt mir richtig gut. Ich finde auch, die Lippenfarbe passt richtig gut zu dem Look. Ich bin schockiert. Das ist von Anastasia Beverly Hills. Die Farbe ist Sedona. Auf jeden Fall kommen wir zum Fazit der Produkte. Wie gesagt, zum Bronzer brauche ich eigentlich nicht großartig was zu sagen. Es ist ein richtig toller Bronzer. Ich mag ihn unglaublich gerne. Ich werde ihn definitiv öfters benutzen. Er ist warm, er ist aber nicht zu warm. Er hat so eine leichte Kühle in sich drin. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ihr könnt es ja selber sehen und euch eine Meinung noch dazu bilden. Zur Palette. Im Großen und Ganzen mag ich die Palette. Ich finde sie sehr schön. Die Farben sind schön buttrig. Die erinnert mich wirklich ein Stück weit an die Magical Mystical Me Palette. Ich hoffe, dass
diese Paletten oder diese Formulierung, whatever, ins Standardsortiment kommen. Ich finde das unglaublich, unglaublich geil. Ohne Scheiß. Genau, was mich halt hier stört, also wir haben hier ein bisschen Kickback, das stört mich eigentlich gar nicht. Mich stört eher der Fallout von diesem metallischen Ton, weil ich habe extrem aufgepasst jetzt bei dem Look und ich habe trotzdem hier einige Glitzerpartikelchen, die ich gar nicht mehr wegbekomme. Das heißt, entweder wenn ihr eure Base gemacht habt, Bacon oder erst Augenlook und dann die Base machen. Auf jeden Fall, die Farben lassen sich schön aufbauen, schön verblenden. Man sieht die, ohne groß Aufwand zu machen. Also ich habe jetzt, ich saß an dem Look 3 Minuten oder so. Also es geht super easy. Genau, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, wäre jetzt so ein highlightender Ton. Weil ich finde, hier sind halt einfach ein paar Farben, die sich sehr ähnlich sind. Zum Beispiel die zwei sehen sich sehr ähnlich. Das ist eine Nuance dunkler, würde ich sagen, als das hier. Dann, ich weiß nicht, genau, ich habe hier jetzt zwei goldene Töne. Das ist ein Ticken dunkler, das ist ein Ticken heller. Was mir das Gelbgold bringen soll, weiß ich nicht. Und der Glitzer-Shade ist für mich komplett fehl am Platz. Mir fehlt einfach ein Highlight-Tender-Ton, so ein heller Champagner-Ton oder so. Und eben ein mattes Braun, das hätte ich zum Beispiel ein bisschen schöner noch gefunden. Ansonsten mag ich die Palette für 8 Euro, finde ich, ist sie eine tolle Palette. Nur mit einem Fallout, das ist ein bisschen extrem bei den metallischen Shades. Bei den matten Shades gar nicht. Falls euch das zu intensiv ist mit diesem Pink und diesem Orange, könnt ihr auch einfach so einen Hauch in die Lidfalte geben und ausblenden. Dann ist es auch super soft. Also ich kann die Farben super ausblenden und super aufbauen. Natürlich kann ich mit High-End-Paletten besser aufbauen und intensiver aufbauen. Aber für die Drogerie ist das auf jeden Fall echt schön. Ja, ich freue mich sehr über die LE. Ich finde, das ist eine gelungene LE. Ich mag die Produkte sehr gerne. Und wir waren schon am Ende von diesem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das Video gefallen haben sollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also das Make-up an sich findet, wie ihr die LE findet, wie ihr die Produkte findet. Würde mich mega interessieren auf euren Austausch mit mir. Ihr wisst, ich bin immer aktiv in den Kommentaren. Und abonniert nicht vergessen für mich. Ich bin 3-mal die Woche für euch da, meine Lieben. Und falls ihr dieses Battle nicht verpassen möchtet mit der Softglam-Palette und der Essence-Palette, dann erst recht abonnieren. Ich bin selber super gespannt, weil ich habe die Softglam-Palette jetzt auch einige Wochen nicht benutzt. Und ich habe keine Ahnung, wie ähnlich die sich gerade sind. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass du mit am Start warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!